Wir kennen alle die 100-Baby-Challenge. Bekomme in Sims 400 Kinder und züchte sie zu mehr oder weniger erfolgreichen Erwachsenen heran. Damit die Mini-Sims altern dürfen, hat jede Altersstufe seine eigenen Regeln. Aber wisst ihr, was noch besser ist, als 100 Kinder völlig selbstlos in diese Welt zu setzen? Genau, wenn man die Möglichkeit einstellt, dass sie Sechslinge bekommen können, ohne auch nur einen Cent in der Tasche. Ihr seht hier in diesem Video die ersten 10 Tage und was mir da alles passiert ist. Schaut euch das Video unbedingt bis zum Schluss an. Viel Spaß! Wie angekündigt habe ich auf diesem leeren Grundstück gestartet, mit einem komplett leeren Portemonnaie. Einfach zu realistisch, dieses Spiel. Natürlich hat es direkt angefangen zu regnen, aber ich wohne ja in Deutschland, da bin ich schlechtes Wetter gewohnt. Das Wichtigste ist, erstmal an Geld zu kommen und zum Glück habe ich direkt etwas zum Graben und einen Angelstand gefunden, an dem zwei nette Herren standen. Einen davon wollte ich direkt ansprechen, denn um 100 Babys zu bekommen, brauchen wir Männer. Also bin ich hüfteschwingend auf ihn zugedackelt und habe ihn aus sicherer Entfernung zugewunken. Ihr wisst schon, Sicherheitsabstand und so. Nachdem er mir seinen Corona-Negativtest gezeigt hatte, den ich glücklich zur Kenntnis nahm, schenkte ich ihm eine Rose, die ihn scheinbar ziemlich horny machte. Aber offensichtlich nicht so horny, als dass er sich von uns hätte betatschen lassen. Im Gegensatz zu diesem Kristall, den ich ausbuddeln und verkaufen konnte. Um mich an seinen Hobbys interessiert zu zeigen, habe ich angefangen zu angeln, doch kurze Zeit später haben er und sein Kumpel mich alleine gelassen. Ich konnte zwar keine Männer, aber dafür Fische an Land ziehen und diese verkaufen. Außerdem konnte ich die Gegend erkunden und so einige interessante Sachen entdecken, wie zum Beispiel Froschverstecke, Plätze zum Graben und Pflanzen zum Ernten. All das konnte ich easy zu Geld machen, denn damit müssen wir uns Sachen kaufen. Meine erste Investition war dieser Busch hier. Der ist super praktisch, weil wir darin pinkeln können. Auf dem Busch kommen wir später nochmal weiter zu sprechen. Danach habe ich weiter die Gegend abgefarmt. Bis mir der Markus ins Auge gesprungen ist und ich hoffentlich bald auf seinem Schoß. Denn ich möchte unbedingt am ersten Tag bereits schwanger werden. Klingt so, als hätte ich keinen Bock zu arbeiten, aber auch Mutterschaft ist ein anstrengender Job. Jedenfalls hat Markus ordentlich geflext und hat uns eiskalt geghostet. Also habe ich Dominik angesprochen. Der war aber auch nicht gerade sonderlich angetan. Küsst man etwa nicht gegenseitig die Hände, wenn man sich gerade erst getroffen hat? Aber da ich ein Sims-Profi bin, habe ich seine Selbstachtung einfach ausgedribbelt und Selfies mit ihm gemacht, damit er mich mag. Diese Bilder sind komplett ungezwungen entstanden. Wirklich. Er hat mir dann erklärt, dass man sich so einfach nicht verhalten kann und ich musste mich von dem herben Korb erstmal mit einem Nickerchen auf der Parkbank erholen. Der Schlaf dauerte nicht lange, denn ich brauchte dringend etwas zu essen, wenn ich nicht verhungern wollte. Dummerweise ging es mir zu schlecht, um diese Pilze zu pflücken. Doch einfach schnell die nasse Kleidung ausgezogen und schon stand dem nächtlichen Snacks nichts mehr im Weg. Doch ehe ich mir was zu essen gönnte, musste ich erst dafür arbeiten. Es gibt hier schließlich nichts umsonst, hier wird geackert. Wenn schon nicht bei mir, dann lassen wir den schmutzigen Wortwitz. Es gibt schließlich nichts Schöneres, als in Unterwäsche bei Sonnenaufgang Blumen zu pflücken, um sie dann zu Geld zu machen. Dann habe ich den Fischer von letzten Morgen angerufen, durfte dann endlich meine Pilze essen und wollte dann einen Hüftschuss mit ihm machen. Leider nicht der, der mich hätte schwängern können. Natürlich bemerkte er den Eau de Schweiß, den ich aufgelegt hatte und schien ganz angetan zu sein. Und dann kam eine schwangere Frau, die uns ihre Schwangerhaftigkeit unter die Nase rieb. Danke auch. Auch diese Fotos entstanden wirklich freiwillig. Ich habe ihn nicht bedrängt oder so. Die ersten 24 Stunden sind rum und wir sind immer noch alleine und ziemlich pleite. Doch plötzlich fragte Fischer Hector, ob wir beste Freunde sein wollen. Autsch, gefriendzoned. Dann kam ich auf die glorreiche Idee, ihm ein romantisches Geschenk zu machen und er erwiderte direkt mit einer frischen Rose. Das sind auf einmal ganz andere Töne, lieber Hector. Beflügelt von seinen Liebesbekundungen wollte ich einen Schritt weitergehen und ihn küssen. Vergebens. Ich bin also schnell pinkel gegangen, weil meine Blase sonst explodiert wäre und habe erneut versucht, ihm zu imponieren. Bezirzt von meinem Urinduft hatte er dann doch Lust darauf, ein Baby mit mir zu machen. Das musste ich erstmal auf Instagram in meiner Story teilen. Und dann bin ich mit ihm im Busch verschwunden, um Bienchen und Blümchen zu spielen und um meine Sims zu stalken, aber es gab nichts Spannendes zu sehen. Und ja, ich kenne Wicked Wims und wehe, du wagst es, dich danach zu googeln, wenn du minderjährig bist. Lass es. Erinnert ihr euch daran, als ich sagte, ich komme nochmal auf den Busch zu sprechen? Man kann in ihn hineinpinkeln, darin ein Kind zeugen und darin schlafen. Alles innerhalb eines Vormittags. Faszinierend, oder? Bestes Möbelstück. Nach meinem Nickerchen musste ich unbedingt die Rose anpflanzen, denn die bringt gut Geld. Währenddessen ist mir das aufgefallen. Zur Feier des Tages wollte ich mir ein Haus gönnen. Also eine Duschkabine. Von mehr hat mein Geld nämlich nicht gereicht. Und ich vermute, dass nicht alle Männer auf Eigenurinduft stehen, wie unser lieber Hector. Apropos Hector. Er kam nochmal zu Besuch, doch ich habe einfach weiter gepennt. Nach ein paar unbequemen Schlafstunden explodierte meine Blase dann wirklich. Unangenehm. Aber wir können ja auch im Regen duschen, bei den momentanen Preisen. Dann wurde es wieder Zeit, die Gegend abzufarmen und dabei wirkte ich wieder. An Verkehrsregeln musste ich als schwangere Lady natürlich auch nicht gehalten werden und immerhin konnte ich mir dann eine Toilette leisten, sodass ich pünktlich an Tag 3 Gewissheit hatte, ich bekomme ein Baby. Der dritte Tag startete mit Kugelbauch und Pilzfrühstück und einem Anruf von...
Wie war dein Name nochmal? Er lud mich zu einem Festival in der Stadt ein und eigentlich reise ich in diesem Projekt nicht, außer ich werde eingeladen. Also, dass man mir quasi das Zugticket bezahlt. Da habe ich aber wieder einen Korb kassiert und daher bin ich auf die Suche nach neuen Männern gegangen und habe am Programmierwettbewerb teilgenommen. Erfolglos. Ich wollte die Gelegenheit nutzen und schauen, was die Stadt zu bieten hat. Doch ich konnte rein gar nichts finden. Nicht mal Müll. Wäre ich in Berlin, hätte ich schon 3 volle blaue Säcke gehabt, wenn ich nur aus dem Zug aussteige. Aber gut, da würde meine Duschkabine auch 1000 Euro warm kosten. Da ist mir der Weihnachtsmann aufgefallen, den ich sofort für mich gewinnen wollte. Er wird unser nächster Baby-Daddy. Nach einem kurzen Flirt habe ich ihn dann stehen lassen, denn ich habe einen Promi gefunden. Ich habe mir ein Autogramm geben lassen und in ihrer Anwesenheit eiskalt den aktuellen Wert recherchiert, um es dann für 300 Mücken zu verticken. Ich fühle mich schon selbst wie ein Promi. Zu Hause angekommen, konnte ich so mein Haus ausbauen und mir ein Bett leisten. Schlafen direkt neben der Toilette wäre nach einer Partynacht sicher praktisch gewesen. Oder bei Schwangerschaftsübelkeit. Da mein Schlaf durch Würfelhusten gestört wurde, startete ich früher als geplant in den Morgen, begutachtete meine fancy Hütte, pflanzte weitere Rosen an und farmte die Gegend ab. Tag 4 startete mit einem Anruf und dem Besuch vom Weihnachtsmann. Er war aus irgendeinem Grund sauer und hatte keinen Bock auf mich, deshalb habe ich wieder Selfies gemacht. Das ist wohl das stimmungsmäßig ehrlichste Foto in dieser Folge. Ich habe es aufgehangen und erstmal einen Schwarz-Weiß-Filter drüber geklatscht. Dann habe ich mich um meine Rosen gekümmert, Sachen gefarmt und Zeug verkauft, um mir eine Kühltruhe zu leisten. Die kühlt zwar nicht, gibt aber gratis Snacks. Was ist der Unterschied zwischen Cerealien und Müsli? Nun können wir nicht nur neben der Toilette schlafen, sondern auch essen. Riecht wohl auch gut. Anschließend war ich angeln, Frösche vermehren und schließlich schlafen. Am 5. Tag stand die Geburt kurz bevor. Die tägliche Farmingrunde warf einiges ab und dann kam Stimmungskiller Sandra, der mir einfach sagte, er hätte sich in wen anders verknallt. Ich habe natürlich ganz cool getan. Kurz danach kam Hector mal wieder vorbei und schenkte mir einen Hengst. Wärst du gern, Hector? Dann stand dieser junge Mann auf einmal vor unserer Tür. Ich wollte gerade meine Verführungskünste zur Schau stellen, als ich gesehen habe, dass er ein Teenager ist und habe ihn direkt meines Grundstücks verwiesen. Brauche ich nicht. Brauchen tue ich allerdings diesen Promi, aber er mich nicht. Karma. Gerade als ich angeln wollte, stand Lilith vor der Tür. Meine Güte, heute ist was los. Sie schüttete mir ihr Herz aus. Ich weihte sie in meinen 100-Baby-Plan ein und jetzt sind wir Besties for Life. Auch das Bild habe ich aufgehangen. Wir redeten noch die ganze Zeit, bis ich schlafen ging. Der nächste Morgen begann wieder früh und vor dem Tageswechsel. Und so erntete ich meine Rosen und farmte wieder Zeugs. Muss es eigentlich jeden Tag regnen? Wenn du bis hierhin geschaut hast, klick doch gerne auf Gefällt mir und auf Abonnieren, falls das noch nicht geschehen ist. Für dich ist das nur ein kleiner Klick, aber mir hilft das enorm, damit ich auch weiterhin solche Videos produzieren kann. Danke von Herzen. Jetzt geht's auch schon weiter. Es ist Tag 6 und die Wehen setzten pünktlich ein. Um auf Nummer sicher zu gehen, bin ich direkt ins Krankenhaus und habe mich angemeldet. Wie viele Babys wohl kommen? Dann war es soweit und ich musste mich in den OP-Saal begeben. Das lernt ihr im Medizinstudium? Es ist ein Junge! Ein Junge. Ich bin schon ziemlich enttäuscht, aber er heißt Nevin. Dabei habe ich extra eingestellt, dass 6 Dinge kommen können. Das ist übrigens die einzige Mod, die ich für dieses Projekt nutze. Weil ich das Krankenhaus von EA hässlich finde, habe ich noch eben mein eigenes platziert und bin dann mit dem Baby nach Hause. Ich brauche einen Plan. Es gibt das Belohnungsmerkmal Fruchtbar, mit dem erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf Mehrlinge. Also muss ich Zufriedenheitsbelohnungspunkte verdienen. Und mich natürlich um meinen Sohn kümmern. Aber nicht, wenn wir Herrenbesuch haben. Ich muss schließlich Prioritäten setzen. Immerhin sind wir hier nicht zum Spaß. Santa schien noch nicht länger böse auf mich zu sein, denn er ließ sich voll auf mich ein, sodass wir im Busch nach den Bienchen suchten. Wie ein Gentleman musste er natürlich auch direkt wieder los. Doch er hatte uns was dagelassen. Um auf das neue Baby vorbereitet zu sein, musste ich natürlich wieder Geld anschaffen und die Gegend abfahren. Doch da stand direkt wieder jemand vor der Tür. Er ließ sich von Anfang an vor mir begeistern, während das Baby im Hintergrund schrie. Als der freundliche Nachbar nach unserem Kind sah, kam zufällig der Bruder unserer besten Freundin vorbei, den wir begrüßten. Er fand uns direkt zum Anbeißen und scheinbar auch unseren Sohn. Hatte ich erwähnt, dass er ein Vampir ist? Klingt doch nach einer guten Partie. Dann musste ich noch mein Baby ins Klo stellen, damit ich schlafen konnte. Am 7. Tag fand ich heraus, dass Babysitting vom Klo aus sehr praktisch war, kümmerte mich um Kind und Garten und farmte mal wieder die Gegend ab. Ich werde noch zur richtigen Geschäftsfrau. Dann war ich genervt von dem Babygeschrei, stellte aber fest, dass wir uns eh um das Kind kümmern mussten, wenn wir die Belohnungspunkte wollten. Also habe ich mir einen schönen Nachmittag mit meinem Lieblingssohn Nevin gegönnt. Erfolgreich. Ich habe mich also rangesetzt, so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen, um die benötigten 3000 Belohnungspunkte zu verdienen. Die Nachtruhe wurde dann von meiner Blase und Geschrei gestört und Queen of Prioritäten hat natürlich erst die wichtigen Dinge erledigt.
Tag 8 startete mit einem leidenschaftlichen Kuss und der Intensivbetreuung meines Gartens natürlich. Caleb kümmerte sich um das zahnlose Ding. Ich hatte schließlich eigene Bedürfnisse. Den gratis Babysitter nutzend, kümmerte ich mich wieder um das Aufstocken der Haushaltskasse und gönnte mir davon einen Spiegel. Denn einer der präsentesten Wünsche war es, mich im Spiegel frisch zu machen. Dann ging das Klo kaputt und ich fand mich selbst zum Kotzen. Gelungener Tag, würde ich sagen. Der 9. Tag hatte es in sich, also bleibt dran. Angefangen mit einem harmlosen Foto, wollte Caleb direkt mein bester Freund sein. Autsch, alte Wunden. Doch als ich mich für ein Nickerchen nochmal hinlegte, beschloss er wie ein Creep, dass wir jetzt eine Beziehung haben würden. Aber schön, wenn eine Beziehung auf einer Freundschaft aufbaut. Er ist doch gar nicht gruselig oder so. Als hätte ich es geahnt, hatte ich mir meinen Krankenhauskittel bereits angezogen, als dann die Wehen einsetzten. Caleb hatte eine kurze Panikattacke. Hot fand er mich trotzdem. Und wir hatten Wünsche zu erfüllen. Wow, das klingt in dem Kontext falsch. Aber ich meine die, die uns Punkte bringen. Ich war dann irgendwie so im Hyperfokus auf die Wünsche, dass ich völlig ignoriert habe, dass ich gerade gebäre. Also wurde es dann eine spontane Hausgeburt. Es wurden Zwillinge und ab da wurde es richtig stressig. Aber erstmal mein Boyfriend anrufen. Immerhin ist in meinem Bauch nun wieder Platz und er wusste ihn zu füllen. Mit einem Baby. Er war ganz aufgeregt, als er es erfuhr. Wo nahm er nur die ganze Energie her? Ich war am Ende meiner Kräfte. Doch die Kinder wollten versorgt werden. Zudem hatte Nevin Geburtstag und dumm wie Brot habe ich natürlich das falsche Kind altern lassen. Ich habe kurz überlegt, wie ich das Problem lösen kann und habe dann einfach alle Kinder altern lassen. Profimodus einfach. Wie die gute Mutter, die ich bin, habe ich meine Kinder erstmal ignoriert und versucht Geld zu machen. Immerhin ist nun schon der 10. Tag und ich habe noch keine vernünftige Hütte für das Thumbnail. Die Kleinen sind aber halt auch schon echt süß. Dennoch musste ich mich nun um das Haus kümmern. Bei dem ständigen Regen kriegen die Zwerge sonst doch eine fette Erkältung. Es ist nicht sonderlich schön, aber dafür funktional. Genau wie unsere Küche, in der ich mich ganz fürsorglich erstmal um das Essen gekümmert habe. Von nun an wird frisch gekocht. Auch Caleb hatte Appetit, doch ich war müde und er hat ganz brav auf die Kinder geschaut. Die werden ab jetzt nämlich richtig anstrengend. Ich habe nämlich nicht gekocht, weil das besser schmeckt, sondern weil die Kleinkinder sich daran selbst bedienen können. Die Nächte sind jetzt leider noch kürzer als zu Beginn, denn wenn die Kleinen schlafen, muss ich das tun, was ich tagsüber nicht schaffe. Zum Beispiel Essen für den Folgetag vorkochen oder den Abwasch. Das war unser Stand an Tag 1 und das ist Tag 10. Dieses Video hat über 20 Stunden Arbeit gekostet. Es würde mir also viel bedeuten, wenn ihr einen Kommentar für den Algorithmus dalasst und das Video euren Freunden empfehlt. Schreibt mir gerne, was ich noch machen soll, dann gehe ich in der nächsten Folge darauf ein. Bis dahin, bye!